Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es wieder um ein Interview und ja, zu Gast hatte ich Timo und Talida. Die beiden waren Anfang des Jahres, um genau zu sein, Januar 2021 in Kuba vor Ort und haben genau die Zeit mitgenommen, wo halt der COC abgeschafft wurde und wir kurz vor den verstärkten Einreisebeschränkungen standen. Ja, das sind die Themen, die wir heute soweit besprechen und ja, welche Erfahrungen und Erwartungen sie halt gesammelt haben, beziehungsweise welche Erwartungen sie halt grundsätzlich an Kuba hatten. Mir bleibt nur zu sagen, wenn euch das Video gefallen wird, denkt an den Daumen nach oben und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann ja, tut das doch bitte, denn es ist kostenlos und würde mich an der Stelle freuen, eine Win-Win-Situation sozusagen. Okay, dann lasst uns loslegen. Hallo Timo, hallo Halida. War das jetzt soweit richtig ausgesprochen, Ja. Halida? Super. Mein Name ist ja Jorge bzw. Jorge, deswegen ist das auch für mich immer, naja, ich sag mal bekannt, sage ich mal, dass manch einer meinen Namen nicht unbedingt richtig aussprechen kann. Deswegen frage ich da halt vorab lieber. Ich selber bin nämlich sozialisiert worden mit dem Namen Jorge, also wie Sorgewurst mit J. Ne, aber im Original würde es eigentlich Jorge heißen und in Kuba werde ich auch so ausgesprochen. Aber es soll ja gar nicht um mich gehen, sondern um euch. Also von daher erstmal hallo und herzlich willkommen, dass ja hier in meinem Interview. Ihr habt euch ja entsprechend bereit erklärt, ja ein bisschen über Kuba zu erzählen. Ihr wart ja selber vor knapp einem halben Jahr, ein bisschen über einem halben Jahr ja in Kuba gewesen. Genau. Von daher würde mich da jetzt erstmal so grob interessieren, ja, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr jetzt nach Kuba geflogen seid, gerade zur jetzigen Zeit, sage ich mal. Würden da jetzt quasi auch erstmal, denke ich mal, starten. Ich würde euch jetzt so erstmal das Wort überlassen. Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr nach Kuba gereist seid? Ja, wir sind generell Ja. reiselustig, reisewild, sage ich mal. Ja. Und zieht es immer in die Wärme. Ja, und dann hat Alida mal so ein bisschen recherchiert. Wir haben schon ein paar Inseln durch, ein paar Länder. Und ja, dann haben wir uns im Prinzip für Kuba entschieden. Warum genau? Das weiß nur Alida. Das ist so in den letzten Jahren bei uns wie so eine Tradition geworden. Seit wir verheiratet sind, also seit 3 Weihnachten hintereinander, sind wir jetzt über Weihnachten weggeflogen und Okay. immer in den Weg. Und letztes Jahr. Ja, war ja ganz streng alles mit Lockdown etc. Ja. Dann gab es nur 2 Länder, die nicht als Risikogebiet erklärt waren. Also damals waren ja noch komplett andere Voraussetzungen, ging es ja noch nicht Das stimmt. mit irgendwelchen Impfungen oder sonstiges, sondern alles ja irgendwie aufwendig mit Quarantäne bei Rückkehr. Und ich glaube, es waren nur 2 Länder, Kuba und irgendwas, was uns nicht so interessiert hat. Und dann haben wir, eigentlich wollten wir nicht wegfliegen, weil man hatte auch im Bekanntschaftsarbeitskreis so mitbekommen, oh, wie kannst du es wagen, wegzufliegen in dem strengen Lockdown. Und dann wurde ich von Kurzarbeit betroffen, also nicht von Kurzarbeit, sondern ich hatte Zwangsurlaub. Verstehe. Und das war über Weihnachten, so dass ich 4 Wochen Urlaub hatte am Stück. Und dann haben wir gesagt, das können wir doch nicht zu Hause im Lockdown verbringen. Kann man nutzen. Und ich glaube, wir haben tatsächlich eine Woche, bevor es dann losging, sind wir dann, haben wir das gebucht, hatten auch Angst, dass wir kein Touristenvisum bekommen. Man braucht es ja für Kuba. Und ja, so kam es eigentlich dazu. Also ich sag mal so eher kurz entschlossen, ne? Ja, So, sehr kurz. in Anführungsstrichen aus der Not heraus. Dass man Du konntest das quasi, ja auch gar nicht planen letztes ja Jahr. eben, Also das das, ging ja das auch gar stimmt, nicht. das stimmt. Und wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr da quasi frei im Internet geguckt oder habt ihr im Reisebüro vorgesprochen oder wie seid ihr vorgegangen? Oh, erstmal Instagram, YouTube haben wir uns ein paar Videos angeguckt, was die Leute überhaupt von Kuba halten. Und sind wir dementsprechend über ein Reiseportal, ein Vergleichsportal. Wir buchen Weil, immer online. ja. Genau. Da war ja auch nochmal Währungsumstellung zum 1.1. Also da habe ich Stimmt. mich
Wir sind hier am 31. oder am 30. Dezember, am 31. Dezember Laut Video geflogen. Am 31. Genau, am 31. Und dann haben wir dann auch wegen Währungsumstellung etc. uns richtig gut informiert, dass wir da nicht irgendwie blöd dastehen und nicht wissen, was abgeht. Und ja, also eigentlich online gebucht als Pauschalreise, weil die Gefahr war ja auch, dass es storniert wird. Und wenn du getrennt gebucht hättest, dann hätte man ja auch einen Nachteil, wenn wegen der die Reise. Rückerstattung. Ja. Genau, Rückerstattung. Deswegen wollten wir unbedingt eine Pauschalreise haben. Ja. Obwohl wir sind eher aktive Typen, also wir sind nicht All-Inclusive-Bucher. aber das haben wir dann gemacht. Okay. Und für wie lange? Ein, zwei Wochen oder für wie lange war das? Also gebucht hatten wir 2 Wochen. Das haben wir im Video aufgenommen. Ja. Gebucht waren 2 Wochen. Wir sind aber, da wir kurzfristig gebucht haben, gab es ja zu dem Zeitpunkt die Flüge über Condor direkt. Die waren aber alle ausgebucht. Und wir haben über Air Europa die Flüge gehabt mit Umstieg in Madrid. Okay. Und in Madrid war ja Anfang Januar, also am 14. Januar irgendwann Schneesturm. Also war ja irgendwie auch wegen Klimawandel oder so auch immer. Die hatten ja noch nie so viel Ganz Schnee Madrid gehabt. War zu. Ganz Madrid war zu. Und okay. Dann kam nun eine Info, ja, euer Flug am selben Tag ist storniert. Und irgendwann im Laufe der nächsten Woche haben wir dann Feedback bekommen, wir sind 8 Tage später nach Hause geflogen. Also wir waren volle 21 Tage da. Okay, super. Haben wir 2 bezahlt. Also eigentlich geil. Ja. Eigentlich nicht schlecht. Ne? Also sag mal, du hattest ja auch 4 Wochen frei. Von daher war das sicherlich auch nicht so das Problem, dass man mal länger weg war. Ja. Ne. Ja. Ah, cool. Und ihr wart dann halt überwiegend in Varadero, ne? Wenn ich das jetzt richtig gesehen hatte. Ja, ja. Aber wir sind auch raus nach Havanna gefahren. Genau. Wir haben so einen Tagesausflug gemacht und dahin morgens los und dann ja, abends wieder zurück, frühen Abend. War schon okay. Cool. Das hat auch wunderbar funktioniert oder gab es da Probleme? Ja, super. Wir haben uns, wir haben das nirgendwo gebucht. Wir haben tatsächlich in Varadero einen Taxifahrer angesprochen. In Santa Marta. Da haben wir einen Taxifahrer angesprochen und haben das alles so mit ihm dann geklärt. Ja, ne? Okay. Dass er uns dann morgens hingebracht hat. Der hat uns auch überall rumgefahren, hat uns zu allem was erklärt. Klasse. Ach, der hatte total Geduld, gar keinen Zeitdruck. Hat uns gesagt, wo man gut essen kann, wo man gut trinken kann. Top. Das also wir super, hatten auch das Gefühl, dass er jetzt nicht einer von den Taxifahrern ist, quasi, der uns nur in diese Lokale lockt, wo man wer dort Verbindung hat und genau. Euch dorthin locken soll. Okay. Ja. Könnt ihr Spanisch oder konnte er Englisch? Absolut nicht, nur Englisch. Okay. Danke, bitte, hallo, können wir natürlich auch Spanisch. Damit fängt es an. Ah, okay. Wie war es damals im Januar gewesen? Havanna war ja zu dem Zeitpunkt ja grundsätzlich noch offen. Genau. Und das ist schon so lange her und es gab ja so viele Änderungen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob halt zum Beispiel Geschäfte oder Bars, Restaurants, Diskotheken etc. offen waren oder ob die auch schon geschlossen waren. Aber ich glaube, die waren zu dem Zeitpunkt noch offen, ne? Ja, Bars waren offen. Also zum Teil waren die geöffnet. Genau. Ja. Also ein Teil war geschlossen, weil es hat sich natürlich dann wahrscheinlich nicht gelohnt aufgrund der wenigen Touristen. Ja. Wir kamen zurück von unserem Ausflug. Wir planen immer alles frei. Also wir sind nicht Tourbucher mit dem Bus mit 120 Leuten nach Havanna. Wir versuchen alles immer so zu planen, irgendwie frei wild vor Ort oder auch voraus, aber irgendwie so ein bisschen individueller, als es dann gestaltet ist. Wir kamen zurück und ich glaube, einen Tag später haben uns die Touristen aus Deutschland im Hotel erzählt, dass deren Ausflug mit TUI oder ich glaube FDI storniert wurde und die kommen nach Havanna nicht mehr da rein. Da war Havanna zu. Ja, da war Havanna dazu. Okay. Also wir hatten echt das Glück. 1-2 Tage vorher waren wir noch da und dann hieß es auf einmal, yo, Havanna zu. Es war halt auch eine kritische Zeit so, ne? Also alles so knapp im Wandel. Ja. Also hinsichtlich den ganzen Bestimmungen vor Ort. Aber gut, ihr
Habt ihr Havanna denn doch noch gesehen? Habt ihr in Havanna so auch alles gesehen, was ihr wolltet? Oder habt ihr euch jetzt im Vorfeld informiert, was es in Havanna so gibt und was ihr unbedingt sehen wollt? Oder habt ihr noch irgendwas auf der Liste, wo ihr sagt, Mensch, das ist schade, dass wir das nicht gesehen haben? Eigentlich haben wir alles gesehen. Ja, Sehenswürdigkeiten. Die Sehenswürdigkeiten, das Standardzeug. Mhm. Weil der Taxifahrer ist da schon auch von ganz alleine drauf zugesteuert. Okay. Im Prinzip, wir hatten nur eine kleine Liste im Kopf, aber im Prinzip hat er alles abgesteuert angesteuert, was wir sehen wollten. Okay, also super. Das war natürlich super. Aber eigentlich haben wir gesagt, noch als wir da waren, wenn ich jetzt zurück nachdenke, haben wir gesagt, wir hätten natürlich sehr gerne Übernachtung gehabt, aber das war nicht möglich. Man durfte kein Hotel buchen in Havanna, weil allein dieses Feeling, glaube ich, mit den Leuten vor Ort, wir hatten so ein Glück, dass da so wenig Touristen waren. Also wir hatten so ein Glück, sich haben alle Leute so viel Zeit für uns genommen und das hat man wirklich sonst nie. Wir waren wenn ich jetzt umspringen darf, auf der Insel, wie hieß die nochmal? Also ist so ein Cayo, was man von Varadero aus macht. Cayo Blanco, glaube ich, ja. Und da waren wir waren die Einzigen, die an dem Tag dort waren. Und die sagen, das sind normalerweise Hunderte von Touristen jeden Tag. Ja. Und die haben Buffet-Essen nur für uns zwei eingerichtet und das ist schon ein anderes Erlebnis, als wenn man mit 1000 Touristen dann auf einem Fleck. Das stimmt. Das kommt einem sehr edel vor dann, ne? Ja. Ah, okay. Jetzt nochmal eine Frage zum YouTube-Kanal. Ja. Wie kam es denn dazu? Weil ich sag mal so, es ist ja nur ein Video drauf und da steht halt Vlog Nummer 1 und es fehlt Nummer 2. Was ist denn da los? Also wir haben da eigentlich richtig Bock. Ich habe mir auch mal eine Kamera gekauft, eine GoPro, bin ich auch total zufrieden mit. Ich habe es halt vorher noch nie gemacht. Ich habe mir andere Vlogs angeguckt und dachte, cool, das mache ich nach, easy going. Schneid mal so ein Video. Kennst du dich ja mit aus. Das ist nicht mal eben gemacht. Da sitzt ja tagelang dran. Und dann auch mit der Musik und den Tönen da alles mit rein. Oh, das ist schon eine ganz schöne Arbeit. Naja, und auf jeden Fall jetzt jeden weiteren Urlaub. Der nächste Urlaub ist schon geplant. Mhm. Und dann erstellen wir jedes Mal wieder ein neues Video. Und ja, und so hoffe ich mal, dass das Ding dann auch irgendwann wächst. Verstehe. Ja, wollen wir auch was anderes machen. Was uns jetzt gefehlt hat, dass man sieht ja viele, das haben wir jetzt auch total anders gemacht in dem ersten Video, als wir das eigentlich vorhatten. Da ist auch viel Musik und das wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten so die tatsächlichen Preise vor Ort, dass man auch guckt, ach guck mal, die haben zum Beispiel, in dem Geschäft kann man es günstiger kaufen, da habe ich mein Video gesehen, das ist nicht so alt, anstatt, weil die Leute interessiert ja tatsächlich wirklich Geld. Wie viel haben die dafür ausgegeben? Ich bekomme zum Beispiel über Instagram auch von Bekannten so oft so die Frage, was hat das gekostet? Und ich denke, wenn man darauf eingeht, einfach das mal zeigt, man ist im Supermarkt, hier zahlt so viel für ein Bier, ne? Wenn sich jemand frei für irgendwie oder so nur mit Frühstück das Hotel hat oder was kann man überhaupt kaufen, vor allem für Kuba wäre es ja total interessant, weil man kriegt ja außer Alkohol und Zigarren, glaube ich, nichts frei gekauft. Nee. Aber ihr habt ja das auch tatsächlich ein bisschen gemacht, ne? Also an manchen Punkten habt ihr auch die Preise genannt, wenn ich das Video jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja. Ja. Nee, aber also ein weiteres Kuba-Video kommt jetzt nicht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Kuba erstmal nicht, nein. Okay, weil ich hatte irgendwie also so das Gefühl, da fehlt noch irgendwie was. Block. Ja, ich sage, die 1 war quasi nur auf Kuba bezogen. Die 2 würde ein anderes Reiseziel sein. Verstehe. So viel Videomaterial, dass wir noch 3 Vlogs davon machen können. Ja, eigentlich schon. Ja, nutzen. Na, also vielleicht die Reise zurück dann noch, keine Ahnung. Also, weil das Video beginnt ja auch, wie ihr zu Hause losfahrt sozusagen, ne? Und der Punkt, ne, dass der Urlaub verlängert wurde, ist ja an sich auch interessant. Ne, aus welchen Gründen. Ne, weiß nicht, inwieweit es da Material gibt, aber deswegen halt die Frage, das hatte ich auch in den Kommentarfunktion mal reingeschrieben, glaube ich, irgendwie von wegen, wo ist denn jetzt Teil 2? Ja, genau. Aber gut, okay. Dann ist ja diese Frage soweit tatsächlich für mich geklärt. Ihr habt ja gesagt, ihr wart im Grunde genommen 3 Wochen auf Kuba.
Und die 3 Wochen wart ihr, musstet ihr quasi im gleichen Hotel bleiben oder musstet ihr noch irgendwie woanders unterkommen? Nee, ich sag mal, wir durften im gleichen Hotel bleiben. Oder durftet, ja. Okay. Ja, also das hat alles geklappt. Die haben unsere Zimmer verlängert und das All-Inclusive lief auch alles durch. Wir hatten keine extra Kosten. Das ist das Beste. Und eigentlich lief super. Okay. Das war ganz gut, ja. Wenn ihr jetzt nochmal so zurückblickt, ihr habt ja vorhin gesagt, naja, eigentlich seid ihr mehr Individualtouristen und zu dem Zeitpunkt konntet ihr ja gar nicht so viel von Kuba sehen. Ihr habt ja jetzt quasi einen Ort sozusagen näher kennengelernt, dadurch, dass ihr dann Varadero wart und ihr wart einen Tag in Havanna. Würdet ihr jetzt nochmal nach Kuba reisen irgendwann, um auch mal vielleicht Havanna mehrere Tage noch zu erleben, beziehungsweise auch den Rest der Insel, da ist ja noch so viel zu sehen, sage ich mal. Ja, Kuba ist riesig. Kuba ist auf jeden Fall. Also wir waren auch in Santa Marta, ich weiß nicht, haben wir das gefilmt, mehrmals. Also wirklich da, wo die ganzen Leute meistens, also da waren eigentlich gar keine Touristen. Wir sind da den ganzen Tag mal spazieren gewesen. Wir haben einen Mitarbeiter aus dem Hotel kennengelernt und dann hat er uns da ein bisschen auch rumgeführt. Und das fand ich wirklich, also tausendmal cooler wie Varadero, weil Varadero ist ja schon so richtig für Touristen erstellt. Zumindest größtenteils, ja. 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 Und Santa Marta fand ich das ganz cool mit diesen ganzen Häusern, weil das ist ja das, was man aus den Bildern kennt, wenn man Kuba eingibt oder irgendwie so diese einfach uralte Autos, also gar nicht diese Autos, die vom Hotel stehen. Ja, die sind sehr schön, aber das ist schon heftig, was man in Santa Marta gesehen hat. Ne? Auch die Leute herzen wirklich so freundlich. Ich hatte nirgendwo das Gefühl, das hat mir sehr gefallen, dass uns jemand veräppeln wollte. Das hat man ja ganz oft, dass man dreifachen Preise oder zehnfachen vielleicht bezahlt. Wir sind zum Friseur gegangen, also Timo, weil in Deutschland war ja alles zu. Und dann hat er 1,20 € dafür bezahlt. 1,20 €. Also ja. Das ist schon cool. Warst du zufrieden mit dem Schnitt? Super, klasse. Er hat mich auch gefragt, wie ich es haben möchte. Ich sage, ja, kubanisch. Okay. Na, dann hat er gleich losgelegt. Ich habe ihn auch da total vertraut. Mensch, wächst nach, wenn es mir nicht gefällt. Ja, aber war echt klasse. Super. Ach, super, okay. Die waren auch viel am Schnacken. Also man konnte auch mit denen reden. Das war super. Überall sind Menschen lang gelaufen. Das war total frei alles. War ja draußen. Also hattet ihr mit Englisch sozusagen euch mit den Leuten unterhalten, ne? Genau. Okay. Genau, das ist ja in Varadero noch gut möglich, denke ich auch. Ja, das sieht halt ländlich dann doch ein bisschen anders aus. Also da muss man auf jeden Fall ein paar Spanischkenntnisse mitbringen, sage ich mal. Aber ich vergleiche das immer ganz gerne mit Deutschland, ne? Weil in Deutschland, ich sag mal, in einer ländlichen Gegend, die englische Sprache ist da auch nicht unbedingt zugegen. Von daher, also ist ähnlich wie, glaube ich, in allen Ländern, ne? Also mit einer Fremdsprache oder Zweitsprache. Ja, aber ich glaube, wenn man es will, dann kriegt man das auch ohne Kenntnisse. Unser Taxifahrer hat auch nicht so viel Englisch gesprochen, aber wir hatten so viel Spaß mit ihm. Also wir haben uns so lustig verständigt. Irgendwann sagten wir zu seiner Frau aus Spaß, Kommandante, und dann hat er das immer wieder gesagt, weil sie hat immer angerufen, so jede Stunde oder so. Er hat sich kaputt gelacht und sagt immer, guck mal, Kommandante, so meine Frau ruft an. Und wir hatten mit dem richtig viel Spaß, die ganze Fahrt. Ja. Das ist schön. Ja, man, letztendlich kann man sich ja mit Hand und Fuß doch irgendwie verständigen, ne? Und von daher, ihr sagt ja auch, ihr reist relativ viel. Von daher hat man ja da sowieso noch einen ganz anderen Zugang zu den Menschen, wenn man halt selber, ich sag mal, proaktiv auf die Menschen zugeht. Genau, genau. Ja. Und zu deiner Frage zurück, ob wir nochmal nach Kuba reisen würden, also würden wir definitiv, aber ich glaube, ich würde mir wünschen, erst dann dahin zu reisen, wenn sich etwas regierungstechnisch vor Ort etwas getan hat, weil ich fand das echt wirklich sehr, sehr traurig zu sehen, dass die Menschen keinen Zugriff zu ganz normalen Mitteln wie wir haben. Das ist so ungerecht, finde ich, dass es noch sowas auf der Welt gibt. Das ist so eine menschliche Sache, ganz normal, was Zahnpasta und Shampoo betrifft, was wir auch gezeigt haben. Das kann nicht sein, dass jemand da noch Not hat heutzutage.
Ja, die Versorgungslage ist tatsächlich relativ schwierig in Kuba und das hat natürlich mehrere Gründe. Na, und da sprichst du auf jeden Fall was Wahres an. Aber das wäre auch eine Frage meinerseits tatsächlich gewesen, nämlich ja, wie ihr das im Grunde genommen wahrgenommen habt im Vorfeld, eure Gedanken, ja, wenn ihr an Kuba gedacht habt und quasi Realität, als ihr in Kuba angekommen seid, also der Vergleich sozusagen zwischen dem, was ihr erwartet habt, na, und dem, was ihr dann letztendlich vor Ort gesehen habt, wie groß war die Schere oder gab es überhaupt eine Schere? Wart ihr entsprechend vorbereitet? Wir haben uns ja schlau gelesen. Wir haben viele Videos vorher geguckt, haben uns auch YouTuber zum Beispiel angeguckt und die haben das eigentlich alles schon gut erklärt. Und ich muss sagen, wo wir da waren, hat sich das alles nur bestätigt, ne? Nur was ich so krass fand, dann wollten wir halt, sind wir in den Kiosk reingegangen. Wir wollten was trinken und der hatte dann wirklich nur Wasser, Rum und was, ne, Wasser und Rum. Und noch irgendwie ein Schnaps stand halt da. Da war nichts, da waren keine Schokoriegel, nichts. Ja. Auch kein Bier hatten wir mal erlebt in Varadero, in keinem der Hotels, nicht in der Innenstadt in Varadero am Boulevard. Es war nirgendwo Bier. Also wir Also, waren ja. wenn es selbst in Varadero nichts gibt, wo es halt Ja. letztendlich, wo letztendlich die Touristen sind, das ist dann schon hart, ja. Ich hatte Da es wurde tatsächlich selbst mal. Bitte? Erzähl. Im Hotel wurden die letzten Dosen ausgegeben. Ach Im Gott. Hotel. Ach Gott, ach Gott. Ja. Ich hatte es tatsächlich auch mal erlebt, dass ja, wir einfach Wasser kaufen wollten und es gab nirgendwo Wasser. Ja. Na, und überall halt tatsächlich bloß rum, rum, rum. Das ist tatsächlich schon einige Jahre so, ne, dass, ich sag mal, diese Versorgungslage halt immer schwieriger wird und jetzt sowieso noch mehr in einer aktuellen Situation, also in einer aktuellen pandemischen Situation, aber auch schon vorher, ne, dass man halt so an einfache Sachen, wo man sich jetzt vielleicht denkt, naja, das hole ich unterwegs, ne, sei es halt eine Flasche kaltes Wasser oder was auch immer, dass man da dann teilweise suchen muss. Ja. Na, und das ist dann, ja, wie du schon sagst, schon ein bisschen traurig an der Stelle. Na, dass halt so die einfachste Grundversorgung letztendlich an vielerorts nicht unbedingt gegeben ist. Na, und wenn Genau. das sogar, sage ich mal, in der touristischen Gegend so ist, wo letztendlich Kuba eigentlich alles primär lagert, ich sag mal, tatsächlich ist halt die Denke der Regierung natürlich so, der Tourismus ist an erster Stelle, ne? Weil letztendlich ist halt einer der größten Einnahmequellen Kubas, ne? Und das muss halt laufen, ne? Und da muss halt die Versorgung auch stimmen. Also ich rede jetzt halt nur von der Versorgung, ne? Und wenn selbst dort halt letztendlich Mangel ist, das ist dann schon, ja, dann stellt euch mal vor, wie es in einem Land aussieht. Ja, haben wir Ja, uns dann haben auch wir auch gedacht, wie gehört. sieht es da im Dorf aus, ne, wo die Leute Ja. leben? Die Wo haben kein ja nichts. Tourismus ist. Wenn es nicht mal Wasser gibt, dann was soll es sonst geben? Ja. Dann gibt es ja nichts. Nee. Naja, ich sag mal so, die wenigsten Kubaner kaufen tatsächlich das Wasser. Da gibt es dann andere Möglichkeiten. Ne? Also die nehmen nochmal ganz andere Quellen. Ne? Aber grundsätzlich hast du recht. Ne? Also es ist ja zurzeit noch alles teurer geworden. Ne? Also seitdem der COC, also die Zweitwährung, halt nicht mehr existiert, ist die Inflationsrate extrem gestiegen. Das habt ihr vielleicht sogar vor Ort irgendwie ein bisschen mitbekommen. Das kann durchaus sein, weil das relativ schnell passiert ist, dass da Ja. halt Sachen extrem teuer geworden sind von einem auf den anderen Tag sozusagen. Bei uns war das Problem, wir hatten ja dann das mit dem Euro und die Leute wussten gar nicht, weil der COC dann weggefallen ist, die wussten gar nicht mit dem Euro um. Die einen haben die ja quasi für 1,40 Euro, haben wir 40 bekommen. Die anderen haben die 80 gegeben, die anderen 80 hat uns 60. keiner gegeben. Ja, gefühlt, weißt du, was ich meine? Also die wussten da überhaupt nicht mit um. Was ist deren 45 Geld war wert? Was ist der Euro wert? Also. das. Die mussten immer, also das liegt natürlich auch, dass die Leute vielleicht früher arbeiten gehen und oder allgemein seit der Kindheit arbeiten und nicht so eine Schulbildung haben oder nur so eine Möglichkeit wie wir jetzt hier. Und weil wir sagten zum Beispiel, kannst du uns 100 Euro wechseln, wir geben dir 100, du gibst uns 4000 Peso. Ja, die haben das alle mit Taschenrechner nachgerechnet, so nochmal. Okay, ja, um nochmal sicher zu gehen.
Ja. Aber bei der Bank hast du zu dem Zeitpunkt 26 bekommen, 26 Peso. Und wir haben ab 40 bis 45 Peso so bei Einheimischen gewechselt. Immer ein bisschen, ne? Manche konnten 20 Euro nur wechseln, manche 50. Aber ich habe dann auch gesagt, lieber oder wir, lieber tun wir den also so einem normalen Menschen was gut, anstatt so einfach zur Bank zu gehen. Ja, aber klar, jetzt überlegt halt, also jetzt im Januar schon, wo halt der COC weggefallen ist, hast du 45, habt ihr gesagt? 45 ja, das war Peso so. Für, genau, ja. Ne, also normal sind halt 25, 26, also wie du auch gesagt hast, in der Bank ist halt der normale Wechselkurs, ne, und auf der Straße ist zu dem Zeitpunkt schon plötzlich 45 und aktuell liegen wir irgendwie bei 85, 90, 100 teilweise und drüber, je nachdem, das schwankt auch relativ, aber das ist halt die Inflation aktuell, ne? Und das ist schon heftig. Ja, das war auch Wahnsinn bei den Ausflügen zum Beispiel. Die hatten das noch nach der alten Berechnung mit Cook. Und wir haben ja einen Bootausflug gemacht, nur zu zweit. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber zum Beispiel sagten die 350 Euro. Das sind 380 Dollar und wir sollen das in Euro 380 bezahlen. Dann haben wir das nachgerechnet, in Peso waren das aber nur 220. Dann haben wir gesagt, nee, nee, wir bezahlen alles in Peso. Das ist gut. Sehr schlau. Das ist ja schon der Unterschied, ne, ja. Gewesen. Ja. Überall. Okay, also habt ihr generell eigentlich mehr in Peso vor Ort bezahlt? Ja, ja. Nur. Ja. Ja. Eigentlich nur. Ach super, okay, na dann habt ihr eigentlich durch den Wechselkurs noch einen guten Schnitt gemacht, sage ich mal. Ja, definitiv, ja, klar. Ja, okay. Ja, die Bootsfahrt habe ich auch im Video gesehen, habe ich in Kuba tatsächlich noch nicht gemacht. Wie kam es dazu? Also ich wusste gar nicht, dass man das einfach so kann. Ich bin immer nur wenige Tage auf Varadero, wenn ich mal in Varadero bin. Und eigentlich, wenn ich heute dort am Flughafen ankomme, bleibe ich halt ein, zwei Nächte dort, ein bisschen Strand, ne, bisschen erstmal ankommen in Kuba und dann geht es zur Familie. So, deswegen so die ganzen Möglichkeiten, die es in Varadero gibt, kenne ich gar nicht unbedingt. Und dass es die Möglichkeit gibt, halt mit einem Boot rauszufahren, wusste ich jetzt so tatsächlich auch gar nicht. Ist das da ganz einfach möglich? Wo geht man da hin? Musstet ihr das an der Rezeption oder konntet ihr das an der Rezeption im Hotel machen oder... Wie seid ihr da vorgegangen? Konnte man machen in der Rezeption. Ja. Aber wir sind da, wie gesagt, wir sind da nicht so die Freunde von. Wir sind dann einfach mal los Richtung Hafen. Ne? Das ist bei Delfinarium. Kennst du das vielleicht? Ja. Delfinarium ja. An Varadero. Genau, parallel. Genau gegenüber. Auf der rechten Seite. Da stehen einfach Boote und eigentlich sind wir darauf aufmerksam geworden. Wir wollten da was essen. Da stand Lobster, irgendwie komplette Menü mit allem drum und dran, mit Getränk, glaube ich, 16 Dollar. Und dann stand das da ganz groß und dann sagten wir, sollen wir da mal vielleicht einen Tisch mal reservieren. Und dann haben wir das gesehen mit dem Hafen. Genau. Und dann sagen wir, ey, guck mal, hier kann man Boote mieten. Wir bleiben einfach hier. Das war schon zu spät. Und war alles zu. Und dann sagen wir, können wir noch mal kurz ein bisschen quatschen? Ja, warte, warte, ich rufe kurz die Chefin an, dies und das. Ja, und dann haben wir das so da geklärt vor Ort. Okay. Und die hätten uns dann auch morgens gleich abgeholt vom Hotel. Aber wir haben gesagt, pass auf, wir laufen, wir sind noch ein bisschen aktiv. Wir laufen morgens hin und dann aufs Boot. Und dann ging es los. Dann hatten wir einen Kapitän, einen Skipper mit dabei. Ja, die hatten auch Getränke mit, ne? Ja, was cool war, man kann auch bis zu 6 Leute oder bis zu 8 sogar mitfahren. Also der Preis bleibt immer gleich. Mhm. Und wir haben auch wirklich so einen Flyer gehabt und die sagten auch, dass es komplett bei, das gibt es nur eine Firma, die das macht. Okay. Und wir können sogar morgens mit 6 Leute kommen, das würde gleich kosten, aber wir waren nur zu zweit. Und dann haben wir das nur für uns beide gezahlt. Und das war aber so cool, weil die haben sich so viel Zeit genommen, weil das war natürlich, waren zwei, wir haben gefischt, dann haben die uns zu einer Insel gebracht. Das war noch nicht geöffnet. Ich weiß nicht, ob das jetzt geöffnet hat. Ich glaube, Paradies Cayo oder sowas sollte das heißen. Okay. Das war noch komplett zu und da haben die gerade so eine Brücke gebaut, als wir da waren. Ja, und da waren auch die wilden Leguane und diese kubanischen Ratten und
Das war cool. Also er sagt, bitte niemanden sagen, die bringen mich um, wenn die wissen, dass ich euch hier hingebracht habe. Das darf ich Dann macht ihr noch ein nicht. Video Das war davon. mein Kumpel. Ja, aber die Kubaner können ja nicht darauf zugreifen. Na doch, können sie. Die können aber kein YouTube gucken, haben die Doch, uns können alle sie. gesagt. Doch, doch, können Echt? sie. Ja. Weil wir haben auch geschickt an einen Hotelmitarbeiter, der wollte das unbedingt sehen. Er sagte voll, ich kann das gar nicht sehen. Ich weiß nicht, warum nicht. Vielleicht hat der Link nicht funktioniert, aber doch, doch, das geht. Also die Ja? gucken auch YouTube. Ja. Die verstehen das vielleicht nicht. Das, vielleicht das. Das müssen wir rausschneiden. Genau. Nee, aber Das Trauma. deswegen war das so einfach cool, dass die, also dass das einfach komplett individuell war und dass man Zeit sich lassen konnte und ja, war total super echt, ne? Cool. Das war denn aber schon, war das noch in der Zeit innerhalb der ersten 2 Wochen oder schon später? Nee, das war die dritte Woche. Das war die dritte Woche, Ah ja, weil wir okay. nämlich noch Geld übrig hatten. Du kannst ja nichts kaufen. Ja, Ne, ja. wir hatten ja nie, für was willst du Geld ausgeben? Ja, für Ja, Essen und Trinken. und im Hotel Ne? habt ihr gesagt, hattet ihr all inclusive. Ja. Ja, gut, Ja, na und dann dann, hatten wir ja. noch Geld übrig. Und Ja. dann dachten wir, weißt du was, komm, wir hauen noch einmal richtig drauf. Letzter Ja. Tag, vorletzter Tag war es, ne? Vorletzter Tag. Ja, und dann haben wir das Okay. gemacht. Ah, okay, super. Ja, das kam im Video Nirgendwo gar nicht so anders. raus, bitte? Außer in, wie hieß das nochmal, Boulevard, am Boulevard konntest du nirgends so was essen gehen oder so. Hm. Also wir sind auch so Fußläufer, da waren die Hm. alle überrascht, so die ganzen Mitarbeiter im Hotel. Ihr seid nach Varadero zu Fuß gegangen, oh mein Wie Gott, ihr könnt ihr seid nur? Wie könnt ihr nur? Das waren 6 Kilometer, glaube ich, vom Hotel bis zum Boulevard. Und wir sind auch zum Hafen bis nach ganz hinten gelaufen, weil ich auf der Karte gesehen habe, dass da noch mal so ein Cayo ist. Aber da haben die ein neues Hotel gebaut und ganz am Ende war nach, ich glaube, Melia ist da zum Schluss, ist komplett zu gewesen. Aber da gibt es ja auch wie so eine kleine Innenstadt ganz am Ende am Hafen. Und die war auch komplett zu. Also da gab es nur ein Geschäft, wo alle Schlange standen. Da gab es an dem Tag Weintrauben. Und Eine Bar war noch auf, ne? ja, aber das war auch nur so, glaube ich, schwarz. Also die hatte nicht richtig auf. Wir durften da uns nicht Verstehe. hinsetzen. Er hat uns nur 2 Getränke zum Mitnehmen gemacht. Okay. Und deswegen, du konntest nirgendwo was essen, mal du musstest, wenn dann was mitnehmen, wenn du zu Fuß unterwegs warst oder zum Boulevard hinlaufen. Okay, aber ein Thema Essen, was ihr gerade angesprochen habt. Ich hatte ja auch ein Video gesehen, dass das Hotel irgendwie von wegen relativ schlechter Rezension hatte hinsichtlich dem Essen, das vielen nicht gefallen hat. Ihr wart eigentlich damit okay mit dem Essen. Habt ihr, gab es dort typisch kubanisches Essen? Weil in dem Video hatte ich bei euch eher allgemein karibisches Essen, aber wenig kubanisches Essen gesehen. Im Hotel gab es auch nicht richtig Nee. kubanisches Essen. Das Also, war Hotelessen. okay. Karibik und quasi so Standardessen, ne, was Englisch. es überall in der Karibik gibt. Die Engländer Verstehe. wurden natürlich mit ihrem Frühstück Super. ja, vergnügt, ne? Aber sonst war es. Aber was ich sagen muss, wir hatten, jetzt erinnere ich mich auch, wir hatten ja ganz, ganz schlechte Rezensionen überhaupt gelesen über alle Hotels, dass in Okay. Kuba der Service und das Essen schrecklich sein soll. Stand ja wirklich fast bei jedem Hotel. Wir waren auch unsicher, welches wir buchen. Aber das war absolut nicht der Nee. Fall. Also ich verstehe überhaupt nicht, was die Leute hatten, musste ich sagen vor Ort. Und dann haben wir da auch vor Ort ein paar Leute kennengelernt oder einen aus Deutschland. Grüße an Volker, falls er das Video sieht. Der sich beschwert hat, wieso gibt es hier kein Vollkornbrot? Und dann Ja. sage ich, du musst ja verstehen, wo du Ja, bist. Also eben. dann, klar, kann man zum Beispiel so eine schlechte Rezension schreiben, aber du musst ja erstmal verstehen, wo bin ich denn gerade? Also, Ja, klar. und aber das Essen vom Kochen her kann ich echt auch an Auswahl. Also es war immer alles ausreichlich da. Auch Service war super. Also das verstehe ich auch nicht. Wir wurden überall mega super bedient, wirklich in jedem Geschäft, wo wir auch auswärts waren. Keiner war zu uns unfreundlich. Wir waren auch in Santa Marta in so einem, so, ich weiß nicht, ob das man Eisdiele nennen darf, oder in solchen Kioskläden, wo die irgendwie Tabak verkaufen und niemand war zu uns unfreundlich. Also das gehört ja auch für mich zum Service dazu. Oder auch in Havanna, klar, wir waren jetzt an touristischen Zielen, wo die alle ein bisschen freundlicher sind, aber wir waren auch mit dem einheimischen Essen, der aus Santa Marta kam. Also ich kann nicht sagen, dass die da irgendwo einen schlechten Service und immer gefragt wurden, die noch was haben. Und
Also absolut nicht. Auch im Hotel, super Service, super Personal. Und alle sehr, sehr. Wir haben zum Beispiel jetzt ein grober Beispiel. Oben in der 11. Etage ist ein Iberostar so eine Lounge für Prestigekunden. Ich glaube, alle, die in der 11. Etage wohnen, dürfen da essen. Aber die normalen Menschen aus den anderen Etagen nicht. Das Und Fußvolk nicht. ja. Und wir haben so ein bisschen auch unsere Tradition mittlerweile geworden, dass wir am letzten Tag so ein Champagnerfrühstück machen oder irgendwie so ein Frühstück machen, wo wir uns alles gönnen und einfach so den Einen Tag genießen, edlen nochmal Tag. so, ja, so ein Abschluss. Und dann haben wir einfach nachgefragt an der Rezeption. Wir sagen, wir würden gerne da oben frühstücken. Würde das vielleicht gehen? Also wir würden das auch bezahlen, weil Abendessen konntest du das gegen Geld. Und dann waren die so nett, die haben gesagt, nein, ihr könnt das so machen. Also Frühstück, klar, also das machen wir so. Und die haben uns Tisch bedeckt und super gut bedient. Und also deswegen, ich verstehe absolut nicht, was die Leute mit dem Service haben. Der war super. Ja, und auch Essen war lecker. Also man kriegt ja alles zum Frühstück. Ich glaube, daran ist das Problem. Du hast jeden Tag alles. Und du hast Spiegelei, du hast ein gekochtes Ei, du hast ein Rührei, du hast Brot, du hast alle Aufschnitte der Welt da liegen, du hast Obst, Gemüse, Joghurt, Müsli. Und dann sagen die Leute ja oft in Hotels, es gibt Fehlt immer das das Gleiche, Vollkornbrot. immer wieder das Gleiche. Dann sage ich, was isst du denn zu Hause? Du isst ja dann nur ein Spiegelei zum Beispiel. Du hast ja zu Hause nicht alles. Dann genieße das doch. Isst doch einen Tag ein Rührei, an dem Ja. anderen Tag ein Müsli. Ne? Ja, klar. Aber. Also wir haben da auch vielleicht eine andere Einsicht als. Ja, es ist halt immer die Frage, mit welchen Erwartungen man jetzt dort quasi generell ins Ausland geht, ne? Und also der Punkt Vollkornbrot, ne? Also da ist das ist natürlich ein typisch deutsches Ding, ne? Also das wirst du halt nirgendwo in der Welt genau so finden. Es sei denn, irgendein deutscher Bäcker ist dort hinausgewandert. Ne? Also ansonsten wirst du das halt nicht finden. So, und das muss man halt auch wissen. Ne? Und ja, von daher, ja. Also ich sag mal so, ihr habt ja gesagt, es war quasi immer alles letztendlich da. Ne? Von daher hat es da nichts gefehlt. Ihr habt ja ein Video auch außerhalb hier und da mal gegessen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber da war es ja auch wenig kubanisch. Ne? Oder habt ihr da auch mal was Kubanisches gegessen? Also ich muss sagen, ich persönlich kannte gar kein kubanisches Gericht. Es soll ja solche, das hatte ich vorher gelesen, so was Ähnliches wie so Hauscafés geben. Also, dass jemand so am Hause, also ich weiß nicht, ob die das wegen Corona nicht durften, weil Die vieles durften hat es ja. nicht. Und deswegen hatten wir auch, also auch in Santa Marta war vieles geschlossen. Dann hatten wir nur wir so Verstehe. einen Kiosk und haben da ein paar Sachen, so wie Zigaretten und Kaugummis oder sowas Ja, verkauft. okay. Haus. Okay. Oder Na Kaffee. gut. Kaffee haben wir auch gemacht zum Mitnehmen. Ja. Ja. Kaffee. Ja. Also, naja, gut. Ja, na gut, dann habt ihr noch einen Grund quasi nach Kuba zu reisen, nämlich auch mal die kubanische Küche halt kennenzulernen. Ja. Lohnt an der Stelle sicherlich auch. Gut, ich habe zum Ende noch eine Schnellfragerunde. Die stelle ich sozusagen quasi immer am Ende eines jeden Interviews. Jetzt seid ihr natürlich zu zweit, von daher könnt ihr beide natürlich antworten. Manches wird jetzt ein bisschen schwieriger zu beantworten sein, denke ich mal, weil eine Frage, die haben wir jetzt schon quasi vorweggenommen. Aber wir gehen einfach mal ein bisschen, wir versuchen es einfach mal, würde ich sagen. Wenn nicht, Okay. dann halt, dann machen wir halt die nächste Frage. Ne? Also alles nicht so wild. Lieblingsessen, also alles kubanisch, ne? Ja. Keine Antwort. Hat mir nicht diese Teigtaschen? Gibt es nicht solche Teigtaschen? Sind die nicht kubanisch importiert? Empanadas oder War ich weiß es weiß ich nicht. nicht. Mir fällt spontan nichts ein. Das hatten wir mal auf der Hand Okay. gekauft für einen Euro oder sowas war das. Ich weiß es nicht. Hattet ihr irgendwie Kochbananen vielleicht mal oder Nee, das gab es leider gar nicht. Reis mit schwarzen Bohnen ist halt ganz typisch. Auch noch viel Reis Auch nicht. gegessen da, muss ich Ja, sagen. okay. Na gut, okay, wie gesagt, da habt ihr auf jeden Fall noch einen weiteren Grund. nach Kuba zu reisen nochmal. Lieblingsgetränk. Rum, denke ich. Rum. Rum. Oder hier, wie hieß das Bier? Crystal? Crystal? Ja, ich muss Kristall, sagen, Kristall. Legendario. Achso, legendar. Stimmt, Oh. legendario.
Köstlich. Der sieben Jahre alt ist der, ne? Ja. Der Siebenjährige. Ja, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber ja. Ich kann generell eigentlich nicht so puren Schnaps, bin ich nicht so der Fan von. Mhm. Aber diese Flasche, die hat es mir angetan. Traumhaft. Die holt sie gerade. So, da ist der Original Havanna, der auch in Havanna produziert ist. Nicht in, ich glaube, der in Europa verkauft wird, kommt aus Frankreich. Ja. Ich glaube ja, Frankreich, ja, genau. Und der ist original aus Havanna. Mhm. Und hier, der ist auch noch zu, haben wir auch mitgebracht, den Legendario. Okay, für und da für den ganz besonderen Moment. Ja. Timo wartet, er sagt immer, zu einem besonderen Augenblick werde ich das öffnen, aber irgendwie kam noch nichts Besonderes. Heute? Ja. Ja. Umso älter, umso besser. Ja. Ja. Casa Particular oder Hotel? Wisst ihr, was ein Casa Particular ist? Ja, sowas wie eine Finca, wenn man sich die selber mietet? Nee, ja, ich sag mal Airbnb. Airbnb, sag ich mal, ganz einfach, grob gesprochen. Könnte ich mir nächstes Mal auch vorstellen. Nee, ich glaube nicht. Ich schon. Also haben wir beides, naja. Also eigentlich haben wir das in den Urlauben davor, außer jetzt in Jamaika ging das ja nicht. Aber sonst versuchen wir, wenn es möglich ist, Privatsphäre zu haben und wirklich so ein Häuschen für uns oder sowas zu haben. Mhm. Dass man kochen kann, ausprobieren hat, einheimische Lebensmittel. Ich liebe Supermärkte im Ausland. Das hat mir auf Kuba gefehlt. Ja, okay. Dass man nicht ausprobieren konnte. Okay, aber dann ist ja eine Casa Particular besser geeignet als ein Hotel. Das kann sein. Also wenn es auch das nächste Mal möglich sein sollte, dass man sich das in Ruhe aussuchen kann. Ja. Das war ja jetzt ja gar nicht. Ich glaube, wenn man das auch gemacht hat, in eine private Unterkunft geflogen ist, dann musste man 5 Tage in Quarantäne oder sowas. Zum damaligen Zeitpunkt glaube ich ja. Das hat sich ja jetzt auch ewig oft verändert und es kommt auch darauf an, wo man landet, ob man in Varadero, ob man in Havanna landet, ob man in Cayo Coco landet. Also je nachdem, wo man landet, gelten verschiedene Einreisebestimmungen. Also das kommt auch noch dazu. Ja. So von daher, aber ja, klar. Also wenn alles wieder normal möglich ist, sage ich mal, dann ist halt eine Casa Particular an der Stelle eigentlich genau das, wie du es beschreibst, wie ihr reist. Ja. Genau. Weil wir lieben auch die Leute direkt vor Ort. Ja. Irgendwie treffen wir immer solche Menschen, die ist auch so, also ich hatte nie das Gefühl, die wollen uns ausnehmen oder uns veräppeln oder irgendwie, also ihr wirklich herzlich wollen, ihr wirklich Mutter und Vater hat uns vorgestellt, ne? Hat uns zur Mutter gebracht, sie hat im Krankenhaus gearbeitet, aus der OP raus, so gerade eine Hand zugenäht. Das ist so ein cooles Erlebnis, dass die Leute das irgendwie zu schätzen wissen, weil Zeit ist ja schon das Wertvollste, was man sich gegenseitig schenken kann. Und wenn die das mit uns verbringen und wir uns so ein bisschen kennenlernen, so die Mentalitäten und alles, finde ich immer ganz spannend. Ja. Und ich glaube, in so einer Möglichkeit hast du natürlich mehr Chancen als in einem Hotel. Das stimmt auf jeden Fall. Na, also gut, dann ist es ja doch entschieden, doch keine zwei Antworten. ja, beste Jahreszeit für die Kuba-Reise. Da hattet ihr jetzt im Vorfeld euch auch ein bisschen informiert, denke ich mal. Aber was wäre eure grundsätzliche Antwort? Ich meine, ihr habt ja gesagt, es kommen auch Freunde auf euch zu und fragen, wie teuer dies und jenes ist. Da kommen ja vielleicht auch die Fragen. Deutsche Sommer, Juni, Juli, August. Das haben uns auch die Leute vor Ort gesagt, die ganzen Kubaner sagten zu uns, wir könnten ins Meer gehen, es ist jetzt richtig kalt. Ich sage, es ist doch nicht kalt, wir haben 27 Grad. Ich sage, nein, ihr müsst im August kommen, im Juli, dann ist es wirklich warm. Deswegen würde ich dann auch wirklich im Sommer dahin fahren. Okay, aber dann wird es richtig warm. Ja. Okay. Wir waren auf Sansibar und ich denke mal, Sansibar wird nicht zu schlagen sein. Wie warm war es da? Boah, heiß, besser gesagt. Sowas haben wir noch nicht erlebt. Also man hat die Tür aufgemacht. Wir hatten so eine Art Bungalow. Mhm. Und du kamst raus, aus der Tür, direkt nach draußen. Und das war einfach, als würdest du nicht nach draußen gehen, sondern in die Sauna rein. Also die Luft war so heiß. Also die Luft an sich, also das ist sowas gespürt, dann vielleicht erlebt man das irgendwann in solchen Ländern wie du, wo wir
weiß ich nicht, irgendwo in Dubai oder so könnte ich mir so eine Wärme vorstellen zu den heißesten Zeiten, so eine trockene, aber das war auch nicht trocken, das war einfach heiß. Also das ist, Man wurde hat direkt mir noch. niedergeschlagen. Man Ah, okay. konnte sich auch nicht abkühlen. Also das Ozean da, man ging rein und man dachte, man liegt in der Badewanne. Ach gut. Aber das haben die in Kuba auch gesagt. Die sagten, dann kannst du auch richtig entspannt ins Meer reingehen, dann ist gar nicht kalt. Bestimmt. Na gut. Letzte Frage. Wann geht es das nächste Mal nach Kuba? Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, also meine persönliche Ansicht, ich würde da nochmal hinfliegen, aber wenn sich Sozialismus etwas Genau. verändert hat vor Ort, weil das stört mich schon. Ich finde das einfach ungerecht. Ich nehme das auch sehr zum Herzen. Und ja, ich finde das sehr schwierig. Also das tut mir einfach leid, warum die Leute nicht das Gleiche, nicht mal das, nicht mal annähernd das Gleiche haben können, was alle Menschen fast auf der ganzen Welt benutzen. Und es ist wirklich wahnsinnig gewesen. Also ich weiß nicht, ob du das genauso erlebst. Wir haben jetzt natürlich sehr touristische Einsicht in einer kurzen Zeit bekommen können. Aber wir haben einer Dame Trinkgeld gegeben. Sie hat uns das Ja. zurückgebracht und sagt, ich möchte dein Geld nicht. Kannst du mir bitte die Reste von deinem Shampoo geben, wenn du nach Hause fliegst? Das wäre für mich das größte Geschenk. Und dann stehst du erstmal und denkst, was? Also das ist echt nicht richtig, oder? Okay. Das hat mich Ja, nee, habe ich so noch nicht erlebt, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, weil gerade Hygieneartikel kosten ein Heidengeld. Ja. Na, und dann sage ich mal, lasse ich lieber halt die paar Euro und nehme dann halt lieber die Hygieneartikel, weil von den paar Euro kann ich mir die Hygieneartikel auf dem Markt nicht leisten. Ja. Na, und dann nehme ich halt lieber die Artikel, so, ne, die halt so überreicht werden können. Ja, das ist definitiv so, wie gesagt, das ist auf keinen Fall eine leichte Situation, definitiv nicht. Aktuell und aber auch schon seit Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr so in kubanische Geschichte drin seid. Anfang der 90er war ja halt eine schwere Phase. Und die Kubaner von heute sagen, dass es heute schlimmer ist, als es damals war. Ne? Und also von der Versorgungslage her. Und das Ja. ist dann halt wirklich schon ein hartes Stück. Na, und der Unterschied ist jetzt aber auch, dass Internet verfügbar ist und die Menschen halt auch sehen, wie es halt außerhalb der Landesgrenzen aussieht. Was halt, das ist ja auch erst seit 2018 so, ne? Das muss man sich auch mal überlegen, ne? Seit 2018 gibt es halt mobiles Internet. Vorher Wahnsinn. auch Internet, ne? Aber man konnte sich im Grunde genommen nicht leisten, so, ne? Und von daher, so diese Einblicke, wie sieht es außerhalb der eigenen Landesgrenzen aus? Abgesehen von irgendwelchen Filmen vielleicht, ne? Das kriegt man jetzt so erst mit, ne? Und deswegen ist sicherlich auch ein Punkt, weswegen die Stimmung aktuell auch so extrem angeheizt ist. Na, naja, gucken wir mal, wie alles weitergeht. Aber gut. Also wir kommen auf jeden Fall wieder. Das steht Das fest. das höre ich gern. Das noch jetzt erlebt haben, weil darüber haben wir auch schon nachgedacht, weil hätten wir die Fahrt nach Kuba oder die Reise nach Kuba allgemein verschoben und hätten gesagt, nee, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, weil diese Autos, die da jetzt rumfahren, die werden bald aussterben, die wird es einfach bald nicht mehr geben. Wer weiß, wie lange es noch so eine Situation im Land, wie es jetzt ist, noch stattfindet. Vielleicht kommen die Leute an die ganzen, an das ganze Zeug, was wir auch haben, und in 2 Jahren ist das komplett ein anderes Kuba als das, was man von den Bildern kennt. Und deswegen bin ich echt froh, dass wir das jetzt wirklich gesehen haben mit eigenen Augen, diese Geschichte noch. Also es sind ja viele Kleinigkeiten. Wir haben eine kubanische Hochzeit so von der Seite erlebt. Und Okay. das ist schon so kleine Highlights, was man so gesehen hatte. Und ich glaube, das wird, ja, irgendwann werden diese Autos nicht mehr fahren können. Und ja, da bin ich noch froh, das erlebt zu haben. Oder solche nette Leute. Irgendwann werden die ja genauso von Tourismus vielleicht. Es gab einen Fahrer, der hat uns mit so eine Kiste angehalten, hat gesagt, soll ich euch mitnehmen? Wir sind eingestiegen. Der konnte kein Wort Englisch und dann, Okay. wir hatten auch kein Peso mehr. Wir haben ihm 5 € gegeben. Er hat es nicht angenommen. Er war wirklich schon sauer. Er sagt, nein, ich möchte kein Geld. Also das ist für uns ja nicht mal. Das war einfach so eine Geste, so vielen Dank, dass er das gemacht hat. Ja, klar. Aber der wollte das, ne? Weißt du noch? Er Dann hat haben wir es echt aus gesagt, Versehen nee. liegen gelassen im Auto. Ja.
Aber das ist so vom Herzen gemeint ist, ne? Dass man sagt, ach komm, die laufen zu Fuß, ich halte mal an, frage, ob ich die mitnehme. Ja. Ohne Angst, dass wir die hinausrauben oder sonstiges. Was wir vielleicht als Deutsche in unserem Land ja so denken, wenn ich irgendwie einen Ausländer sehe, halte ich auch. Aber wenn ich so einen Touristen sehe, halte ich auch nicht an und sage, hey, soll ich dich mal mitnehmen? Mm. Und das okay, ist noch cool, ja, dass die so absolut mit offenem Herz, ne, alle so umgegangen sind. Direkt in, also finde ich wirklich noch richtig toll. Also ich bin froh, das jetzt erlebt noch zu haben. Okay, ja, also es kann durchaus sein, ne? Das ist wirklich schwer einzuschätzen, ob das, wann sich da was wandeln wird in die Richtung, ob sich was in die Richtung wandeln wird, weil ich sag mal, Kuba weiß ja, der Tourismus ist ein wichtiger Punkt und viele Leute kommen auch genau wegen den Autos. Ne? Ja. Ich sag mal, schon heutzutage fahren die meisten Autos mit Hyundai-Motoren beispielsweise. Ne? Da sind ja gar keine Original-Ami-Motoren mehr drin, in den meisten zumindest, ne? Oder in vielen besser gesagt. Von daher, die werden das immer irgendwie noch zum Laufen bringen, sage ich mal. Also ich weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Also kann in die eine Richtung gehen, aber auch in die andere. Ich persönlich denke aber, dass das halt wirklich ein Punkt ist, der noch Touristen anzieht und da werden sie dran festhalten. Ne? Inwieweit, also ob sich nun halt, sag mal, das System ändern wird oder nicht, denke mal, ist das immer noch ein wichtiger Punkt. Aber das war jetzt nur die Zukunft. Ja. Ne, wie sich alles entwickeln wird, keine Ahnung. Aber so sind halt so die Punkte. Ne? Das eine kann passieren, das andere kann passieren. Man weiß es nicht. Ja, und Kuba ist auf jeden Fall in der Hinsicht ein spannendes Land. Ja, und wie du schon sagst, ne, das kann durchaus sein, dass ihr da jetzt noch das letzte Mal Kuba so erlebt habt, wie es jetzt quasi noch ist. Ne? Und sich da halt bald was ändern wird. Es kann aber auch sein, dass wir in 10 Jahren immer noch hier sitzen und die Situation in Kuba ist immer noch die gleiche. Ne? So, von daher, ja, man weiß es nicht. Ja, wo geht die nächste Reise hin? Ihr habt ja vorhin schon gesagt, die nächste Reise ist schon gebucht. Erstmal in den Indischen Ozean. Aha, okay. Andere Richtung. Aber nicht auf die Malediven. Und nicht Zanzibar. Wir wollten es eigentlich noch für uns behalten, wegen Corona. Okay. Ja, dann alles gut. Das ist so ein Karma-Ding, wo wir so denken, nicht, dass wir da jetzt mit oder das rumziehen. Aber es soll im November stattfinden, also wenn alles gut ist, dann. Okay, wir halten also nicht zwischen Weihnachten und Silvester. Dies Jahr nicht. Timo hat Jubiläum dieses Jahr, der wird 30 und im November. Ich bin 30 im November und da haben wir uns entschieden. Lieber zum Geburtstag als zu. Bevor wir alle einladen müssen, fliegen wir lieber weg. Wird vielleicht günstiger. Ja. Verstehe. Das wird es nicht. Na gut, ja. Möchtet ihr noch irgendwas loswerden zum Thema Kuba, was noch nicht gesagt wurde? Nee. Nee, aber ich würde, wenn das vielleicht Leute sehen, die vorhaben, nach Kuba zu fliegen oder eine Reise planen, würde ich empfehlen, sich in die Situation oder in die Lage des Landes zu versetzen und nicht nur zu meckern. Das stimmt. Genau. Ja. Okay. Gut, dann danke ich euch für die Zeit. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, mit euch zu reden. Und ich sag mal, ich habe jetzt für meinen Kanal schon das ein oder andere Interview gemacht. Das wird jetzt auch demnächst erscheinen. Und das Schöne ist halt, dass das immer verschiedene Schwerpunktthemen sind. Ne? Also ich habe jetzt halt beispielsweise jemanden, der war, weiß ich nicht, wie oft in Kuba, ich glaube 36 Mal. Ne? Dann halt jemand, der war halt mit mir tatsächlich einmal vor ein paar Jahren da, also hat mich mal begleitet. Dann habe ich halt jemand, der war zu Studienzwecken dort gewesen. Ne? Jetzt habe ich euch quasi, wie ihr zur Corona-Zeit quasi nach Kuba gereist seid. Und das ist ja auch nochmal irgendwie ein ganz anderes, eine ganz andere Erfahrung ist, wie es halt normalerweise wäre, sage ich mal. Na, und das sind dann halt so spannende Eindrücke, so empfinde ich es zumindest. Deswegen hat es mir auf jeden Fall erstmal Spaß gemacht, mit euch zu reden. Bedanke mich an der Stelle auch nochmal. Und ja, wollt ihr noch irgendwas zum Ende loswerden? Ansonsten? Vielleicht kriegst du ja unseren Link da unten rein. Na klar. Dann hast du so ein kleines Werbefeld. Natürlich. Dass die Leute sich das Video nochmal angucken. Na ansonsten klar, wünschen wir dir alles Gute. Bleib gesund. Danke. Hat uns ebenso, echt Spaß gemacht. Ebenso. Vielen lieben Dank. Und wir hören voneinander. Ich denke doch.
Na denn, alles Gute, ne? Jorge, dir auch. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.